Ja, ein Hallo in die Runde. Und wieder mal habe ich unseren OB einfach kurzfristig angerufen, weil ich ihn im Thüringen-Journal gesehen habe. Du warst heute bei unserem Innenminister Seehofer und hast Geld abgeholt. Wie viel haben wir denn gekriegt und für was haben wir es gekriegt? Hallo Heinz, ja, ich war heute in Berlin, aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Team von Smart City. Heute war feierliche Übergabe des Fördermittelbescheides. Wir hatten uns beworben als eine von mehr als 100 Städten. 13 wurden ausgewählt und heute war Auftaktworkshop, also erst Arbeit, dann das Vergnügen. Und wir bekommen rund 8 Millionen an Fördermitteln in den nächsten Jahren für das Thema Smart City. Was ist das Smart City? Also es hat nichts mit dem Auto zu tun. Also hat nichts mit dem Auto zu tun und eins will ich noch vorwegstellen, dass ich heute den Bescheid, die Urkunde in Empfang nehmen konnte, das war eine Leistung eines ganzen Teams im Vorfeld, nämlich seit April, Mai, als in einer relativ kurzen Zeit ein Antrag geschrieben wurde, eine Bewerbung geschrieben wurde und die dann zum Erfolg geführt hat, als eine von 13 Städten ausgewählt zu werden, war toll. Und heute wurde auch gearbeitet, aber die Frage, was ist Smart City? Smart City heißt, man kümmert sich um Themen der Vernetzung, der Digitalisierung in einer Stadt aus ökologischer Sicht, aus ökonomischer Sicht, aus sozialer Sicht. Ich mache auch gleich mal ein, zwei Beispiele, damit man es anfassen kann. Ein ganz schönes Beispiel, wo zum Beispiel Digitalisierung für die Verwaltung sehr wichtig ist. Wir haben ein Baudezernat. Wenn ein Baudezernat, jetzt nehmen wir die Wiesestraße sanieren möchte, planen die, die haben ihre Unterlagen online. Aber es ist ja nicht nur die Stadtverwaltung, die baut, sondern es baut ja auch die Energieversorgung. Die verlegen ihre Leitung, die haben ihre Daten auch von der gleichen Straße digital, planen nochmal. Und dann kommt noch der Zweckverband Wasser-Abwasser dazu, der will auch Rohre verlegen und plant auch. Und die Daten sind nicht immer hundertprozentig gleich. Und wir arbeiten zum Beispiel jetzt dann mit diesem Projekt an dem Modell, das alles zusammenzuführen, dass alle Dienstleister für die Stadt, für unsere Bürgerinnen und Bürger dann auf einer Plattform arbeiten können, dass sie mit den gleichen exakten Daten und dass es da nicht zu Unstimmigkeiten kommt, weil beim Bau selbst 10, 20 Zentimeter, wenn da ein Rohr anders liegt, kann schon Probleme bringen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel für eine smarte Stadt ist, dass bei der Mülleimerleerung. Wir haben oft das Problem, die Mülleimer sind voll, die sind übervoll. Woran liegt es? Ganz einfach, weil heute gibt es einen festen Turnus. Der Mann kriegt morgen seinen Zettel, da kriegt er seine, ich sage jetzt mal, 50 Mülleimer, die er abzufahren hat. Dann fährt er immer den gleichen Turnus ab. Der fährt aber an viele ran und weiß gar nicht, ist da was drin oder nicht. Und über eine vernetzte Mülleimerlogistik kann zum Beispiel der Mülleimer sagen, ich bin voll über einen Sensor und dann bekommt am Morgen der Mitarbeiter die angezeigt, die wirklich zum Leeren sind. Das ist vernetzt. Vernetzt ist auch, dass wir Bürger miteinander vernetzen. Wir hatten ja schon den Anfang mit der Freifunkkommune, die wir hier gestartet haben und das dann weiterzubringen, dass alle was davon haben. Es geht nicht nur um Verwaltung, es geht auch um Wirtschaft, das gehört dazu, aber es geht dann auch darum, wie kann Wissen, was in der Stadt ist, für Bürger von Vereinen auf Plattformen so zugreifbar gemacht werden, dass das funktioniert. Und das ist der Fokus bei uns in Gera, nämlich Vernetzung für die Stadt, für die Bürger, für Verwaltung und für Wirtschaft. Müssen sich da die einzelnen Verwaltungen dann neue Rechner zulegen oder neue Programme oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder organisiert ihr das dann? Also was da an neuer Hard- und Software dann zu beschaffen ist, manchmal kann man ja auch nur ein System, was es schon bei einem der Unternehmen gibt, für die anderen mit adaptieren. Da haben wir jetzt viel Zeit. Die nächsten 2 Jahre werden wir uns ausschließlich darum kümmern, in welchen Bereichen wollen wir uns ganz intensiv engagieren. 2 Jahre Konzeption, auf der Metaebene feststellen, wo laufen wir genau hin, einerseits, um dann nach 2 Jahren in den nächsten 5 Jahren in die Umsetzung zu kommen. Und das Schöne dabei ist, heute beim Workshop, es wurde gearbeitet, es waren alle Kommunen da, alle haben ihren Fokus, ihre Zielstellung mal vorgestellt und ich konnte gleich insbesondere mit der Stadt Kaiserslautern und Cottbus, die zumindest Cottbus fast gleich groß ist wie Gera, haben wir so eine Art Kooperation vereinbart, weil wir gesagt haben, wir sind ähnlich groß, wir haben ähnliche Interessenslagen und lass es uns zusammen machen. Und das Schöne ist, Kaiserslautern, Cottbus, die haben schon vor 4, 5 Jahren damit angefangen, die haben einen kleinen Vorsprung, aber freuen sich auch dann, uns zu sehen, wie wir das von Anfang an begleiten. Und ich glaube, da haben wir viele tolle Mehrwerte. Und gerade der
Oberbürgermeister aus Cottbus, den ich in den letzten Monaten immer mal wieder bei Treffen der ostdeutschen Oberbürgermeister getroffen habe. Der ist sehr aufgeschlossen, sehr offen und da zeigt es mir, dass solche Zeit, wenn ich zu Treffen von Oberbürgermeistern gehe, dass sie sehr sinnvoll investiert ist, um ein gutes Verhältnis aufzubauen, ein gutes Miteinander. Das kann ja nun nicht der Haustechniker machen. Und das muss auch nicht unbedingt jetzt der Oberbürgermeister machen. Müssen wir da Leute dafür einstellen? Das müssen doch dann auch Spezialisten machen, diese ganze Geschichte. Ja, also das ist so. Aktuell haben wir auch gerade eine Stelle ausgeschrieben gehabt, schon seit Sommer, wo wir einen Projektleiter suchen, der vernetzt für die gesamte Verwaltung, aber auch für die gesamte Stadt denkt, der nicht in irgendeinem Dezernat angesiedelt sein wird, sondern dieses Projekt wird direkt bei mir in meinem Dezernat laufen, damit wir möglichst in alle Richtungen immer offen denken und nicht, weil vielleicht ein Dezernat sagt, das wäre jetzt bei mir, ich behalte das Wissen für mich. Nein, ich möchte, dass wir alle in der Stadt was davon haben. Eins wurde heute im Thüringen-Journal gesagt, es wird dann auch die Temperaturen, die in der Stadt gemessen werden, digital an unseren Wald zu, gesendet und automatisch werden dann die Eintrittspreise nach unten gemacht. Ist das so eine Sache, was dann auch für uns als Bürger, wo wir es sofort merken? Also das ist genauso ein Beispiel, wo wir dann, wenn wir da voll vernetzt sind, das wirklich voll automatisiert gestalten können. Wir haben heute schon den Zugriff auf die Wetterdaten und wir müssen es heute noch etwas manueller gestalten. Aber genau das sind so Themen, wo, das hatte ich ja jetzt, als der Sommer so heiß war, im Juni, Juli bekannt gegeben, dass das ein erster Schritt ist, weil gerade unser Tierpark, wenn man da reingeht durch die vielen Bäume, ist ein ganz anderes Klima, als wenn man jetzt sich in der Innenstadt aufhält. Und wir wissen, gerade auch viele ältere Menschen, für die die große Hitze eine Belastung ist, einerseits, aber auch so die ganz Kleinen, die Babys und Kleinkinder, für die ist es auch eine hohe Belastung. Und da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, die nehmen heiße Tage immer gerne an, um im Tierpark sich aufzuhalten. Nicht nur wegen der Tiere, auch wegen der klimatischen Bedingungen in unserem Stadtwald. Wieder was geschafft. Was hast du noch so in der Jackentasche so für die nächste Zeit, was so überraschend dann einfach mal kommt? Hast du schon wieder ein paar Ideen, so, die dir im Kopf rumschwirren, was für unsere Stadt gut gemacht werden kann oder die Entwicklung für unsere Stadt gut tut? Also das Nächste, was jetzt, ich gehe davon aus, noch im September kommt, ist unser großes Industriegebiet in Kretschwitz oben mit über 40 Hektar Gesamtfläche. Da gehe ich davon aus, dass wir die Gespräche, die wir mit einem Investor jetzt seit Jahresanfang führen, so weit rund haben, dass wir da bekannt geben können, die Tinte ist in Anführungszeichen trocken, wir gehen da jetzt Schritte weiter und da freue ich mich sehr, das sind sehr, sehr viele Arbeitsplätze, die da entstehen, also das ist mal der nächste Schritt und aber ich habe noch ganz viele rund um das Thema unseres Stadtmarketingkonzeptes, wie unterlegen wir das in den einzelnen Bausteinen. Aber nicht nur mein Tag endet irgendwann nach 6 oder 27 Stunden, sondern auch in meiner Verwaltung muss es ja bewältigt werden können. Und es gibt manche Schritte, die geht man lieber etwas langsamer und macht sie dann richtig als schnell und überhastet. Aber keine Sorge, ich habe nicht nur für die nächsten Wochen und Monate, für die nächsten Jahre haben wir noch so viele Impulse, die wir setzen können, damit Gera lebens-, liebens- und wohnenswert ist. Jetzt muss ich doch noch mal fragen, was ist das Geheimnis des Vornab, dass seit einem Jahr sich in dieser Stadt richtig was bewegt oder dass ich zumindest das Gefühl habe, dass sich was bewegt. Es ist doch die gleiche Stadtverwaltung. Also grundsätzlich ist es die gleiche Stadtverwaltung. Mir war eins wichtig, einmal in meine Verwaltung hinein ganz anders zu kommunizieren, dass auch die Mitarbeiter verstehen, jeder, das ist menschlich und normal, jeder darf mal einen Fehler machen und die müssen keine Angst haben. Weil ich hatte, als ich am Anfang gekommen bin, schon auch das Gefühl, die haben Angst, einen Fehler zu machen, weil sie sanktioniert werden. Dann macht man lieber vielleicht etwas weniger, um eben keine Fehler zu machen. Da arbeite ich auch jeden Tag mit meiner Verwaltung dran, mit ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich immer wieder besuche, wenn ich in einzelne Bereiche gehe. Das ist das eine nach innen, aber nach außen, ich glaube, und das ist mir persönlich ganz wichtig, es gibt keinen in dieser Stadt, der die Stadt besser versteht, weil er weiß, was die Menschen denken. Warum ist das so? Weil ich bin jeden Tag, wirklich jeden Tag unter den Menschen in der Stadt, vom Unternehmer, der gehört dazu, aber auch auf dem Fußballplatz, auf dem Vereinsfest, wo ich unterwegs bin, damit ich höre, was ganz normale Menschen wie du und ich ja auch einer bin, aber was die wirklich beschäftigt und dann eine Geschichte zu transportieren, dass viele Sachen gar nicht
speziell für Gera sind, sondern dass, wenn man sie selber auch anpackt und nicht auf andere zeigt und sagt, jetzt muss der uns helfen oder der uns, sondern eine Initiative selber ergreift. Und da sieht man, was Schönes entstehen kann, wenn man auch mal mutig ist. Wir hatten einen tollen Strand mitten auf unserem Marktplatz, wo Volleyball gespielt wurde, wo Jung und Alt zusammengekommen sind. Wir hatten einen sensationellen Bauhaustag aus einer rein privaten Initiative. Wir hatten, also es entsteht dadurch ganz viel, und ich glaube, und das nehme ich für mich in Anspruch, das zu verbinden und Menschen auch zusammenzubringen, die eine gute Idee haben, und das nicht alleine im stillen Kämmerlein im Rathaus mit 3-4 Beratern zu machen, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und mit dem Stadtrat da zu sein. Ich glaube, das ist mir wichtig, und mir ist es auch deswegen wichtig, so viel draußen zu sein, weil ich habe damals, als ich schon gewählt worden bin, vor weit über einem Jahr, habe ich gesagt, ich fühle mich nicht als Politiker, weil die dann sich nur alle 5-6 Jahre kurz vor der Wahl mal blicken lassen und sagen, jetzt bin ich gewählt, was soll ich jetzt noch zum Sportverein mal rausgehen? Oder wir waren jetzt am Wochenende, letztes Wochenende waren wir bei einem ganz kleinen Turnier vom GVC-Fußballverein, das ist ein Freizeitfußballverein, da waren wenige Zuschauer, aber trotzdem, die hatten mich eingeladen, mich hat es interessiert, was die machen, was ist deren Antrieb, und das zu sehen und dann auch mit denen direkt in Kontakt zu kommen, auch die ein oder andere Hilfestellung dann schon vor Ort geben zu können, wie können die sich besser organisieren, wer sind die Ansprechpartner, auf wen können sie zugehen, das macht mir enorm viel Spaß, weil ich glaube, das ist das auch, was unsere Stadt zusammenhält, die schon so viel hat. Das wollte ich fragen, macht dir noch Spaß? Ja, also ja, okay. Das macht mir sensationell viel Spaß. Alles klar. Dann danke ich und hoffen wir, dass die rund ca. 8 Millionen richtig gut investiert werden bei uns in der Stadt und dass es bei uns noch weiter aufwärts geht. Denn ich bin gerne Gerscher und ich bin stolz drauf.